Hallo und herzlich willkommen bei uns auf dem Hochzeitskanal. Ich möchte heute über Fotografen sprechen. Über Hochzeitsfotografen. Immer wieder entzückend, wenn die Brautpaare sagen, ja, Fotograf haben wir schon, Freund von uns und so. Der ist Fotograf. Meine erste Frage, ja, macht er das professionell? Es gibt sogar manchmal die Variante, ja, professionell. Und ich sage, ja, hat er schon mal Hochzeiten fotografiert? Nee, noch nie, aber die Bilder gefallen uns so. Ich kann die dann immer überzeugen, dass sie es lassen, weil es einfach was anderes ist, wenn man ein Architekturfotograf ist oder ein Porträtfotograf oder ein Hochzeitsfotograf. Vielleicht würde ich so einen Fashionfotograf noch nehmen, weil der hat auch nur eine Chance auf dem Catwalk. Und so ist es doch bei der Hochzeit auch. Die ganzen Style-Shootings, über die ich nachher gleich noch ein Video drehen werde. Die ganze Geschichte ist ja so, dass es nur einmal abläuft. Es gibt ja keine Regie und Anleitung und Cut, wir machen es nochmal an der Hochzeit, sondern es muss ja alles sitzen. Und der Fotograf muss ja auch am richtigen Ort sein und auch mit dem Timing. Und ich gebe mir wahnsinnig viel Mühe für unsere Drehbücher, dass die Fotografen genug Zeit haben. Ich verwöhne die mit allem, was ich kann, auch Essen und Getränke, dass sie einen guten Job machen können. Weil das ist das Einzige, was uns doch am Ende bleibt. Ein Fotograf. Die Fotos, also der Fotograf bleibt uns auch. Aber die Fotos sind doch unendlich wichtig. Da guckt man doch nachher, wie es war und holt die Emotionen raus und überhaupt. Und ja, oftmals wird ja immer noch auf den Film verzichtet. Da weiß ich auch noch nicht, warum das die Leute nicht einsehen, dass das noch wichtigere der Film ist. Weil die Emotionen halt da so wirklich real sind. Na gut, auf jeden Fall achten Sie bei der Auswahl vom Fotografen, dass er zum Beispiel auch Ihre Sprache spricht oder man sich auf jeden Fall in irgendeiner Sprache verständigen kann, dass man sich da auch verbal versteht, weil das nützt ja nichts, wenn man sich so gut findet, aber der andere überhaupt nicht kapiert, was man eigentlich möchte. Und dann sollten Sie den Fotografen unheimlich gut mögen, so ebenso vom Typ her, weil der Fotograf ja die ganze Zeit da ist. Oder die Fotografin, ich mache das jetzt so neutral. Ja, überlegen Sie sich überhaupt, möchten Sie eine Frau oder möchten Sie lieber einen Mann? Möchten Sie noch so sexy Unterwäschebilder machen? Freut sich vielleicht Ihr Verlobter darüber, dass Sie vielleicht eher eine Frau nehmen, weil er vielleicht das nicht so gut findet, wenn der Fotograf Sie da in den Strapsen sieht oder so? Keine Ahnung. Und ich finde auch, man muss sich überlegen, ob das ein Fotograf alleine schafft. Mit einer Hochzeitsgesellschaft von 100 Menschen wird das schwierig. Und ja, ich meine, das Beispiel, das kommt immer wieder. Ich habe auch kein besseres. Aber wenn er vorne steht am Altar und auf seine Braut wartet und sie hinten reinkommt, ich hätte gerne Bilder von beiden Gesichtern. Und das macht man dann, wenn man zwei Fotografen hat. Und sonst hat man halt entweder oder. Auch, das gebe ich zu, wenn man zwei Fotografen hat, muss man sich entscheiden. Zum Beispiel möchte man bei der Ankunft bei der Location gefilmt werden oder bei der Abfahrt. Weil beides geht ja auch dann gar nicht. Weil ein Fotograf, wenn man zwei hat, ein Fotograf ist ja dann schon bei den Gästen, hat vielleicht schon das ganze Setting fotografiert. Von der Zeremonie, vielleicht auch schon vom Essen, vom Dinner dann. Und dann sind sie doch froh, dass sie sich entschieden haben, was ihnen wichtiger ist. Weil die Enttäuschung ist dann im Nachhinein groß, wenn irgendwelche Bilder für sie fehlen, die man aber gar nicht hat machen können. Die Auswahl von Fotografen halte ich für äußerst komplex und sehr, sehr wichtig. Ist bei uns etwas, was immer ganz oben auf der Liste steht. Sobald wir wissen, wo das Paar heiratet, versuche ich mein Bestes, lokal auch jemanden zu finden, der zum Brautpaar passt und nicht zur Location. Schön, wenn man die Location schon kennt. Aber am Ende des Tages ist es ganz wichtig, dass alles schön harmonisch ist und man sich gut versteht für die Hochzeit, dass man auf derselben Welle schwimmt. Hier abonnieren Sie uns und hier ist irgendwo noch ein anderes Video und ich freue mich. Bis bald.